Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Es geht heute ums Groomen oder noch spezieller um die Groomereinheit hier an meinem Toro E-Flex. Ich habe ja wahnsinnigerweise im Herbst letzten Jahres mich doch entschieden, hier noch für meinen Toro E-Flex diese Groomereinheit zu kaufen. So eine Groomereinheit kostet genauso viel wie ein hochwertiger Sichelmäher, also völliger Wahnsinn. Und ich habe mich schon lange gefragt, war das die richtige Entscheidung, hier so eine Einheit zu kaufen? Und deswegen machen wir heute ein ganz ausführliches Vergleichsvideo für euch. Wir groomen mit der Groomereinheit und wir mähen mit einem ganz normalen, guten Spindelmäher natürlich. Und dann schauen wir uns mal die Flächen im Vergleich an. Leider, leider, leider ist der Ton hier in den meisten Aufnahmen heute mal nicht so gut, weil unser Mikro ausgefallen ist. Und jetzt habe ich mir extra hier schon wieder was Neues gekauft, nämlich ein Wireless Go Mikro. In der Hoffnung, dass endlich mal die Windgeräusche und die Nebengeräusche ein bisschen weggefiltert sind und wir ein bisschen besseren Sound haben. Ihr könnt ja mal schreiben, ob euch der Sound in diesem Video oder jetzt in dieser Szene bald besser gefallen hat als in den anderen Videos. Ja, also ihr werdet gleich keinen guten Sound hören, aber ihr werdet viele schöne Szenen zum Mähen und zum Groomen sehen. Ja, lieber Rasenfreaks, was heißt es eigentlich zu groomern? Was bedeutet das? Man sieht das hier sehr schön. Ich hoffe, man sieht das. Dieser Groomer hat hier ganz viele scharfe, senkrecht schneidende Messer. Ähnlich wie ein Vertikutierer, aber eben sehr viel mehr. Ich habe es nicht gezählt, aber der hat bestimmt 30, 40, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10, 20, 30, 40, 50. Also bestimmt 50 Messer, die halt senkrecht das Gras schneiden. Nicht waagerecht wie ein Sichelmäher, sondern senkrecht das Gras schneiden. Einmal schneiden sie und auf der anderen Seite zieht der Groomer auch die querliegenden Halme hoch. Also zieht sie aus der Rasenfläche raus, damit sie von der Spindel besser geschnitten werden. Und haben wir mal ein Beispiel. Ja, hier zum Beispiel. Hier sieht man das sehr schön. Ich hoffe, das kriegst du drauf. Hier sieht man zum Beispiel hier so einen querliegenden Halm, der jetzt eben schon relativ lang ist. Und wenn ich ihn jetzt so hoch ziehe, dann ist er im Vergleich zu den anderen Halmen deutlich länger. Oder der hier auch. Ja, das ist eine schöne Blüte hier. Gerade bei den Rispen, Gräsern, neigen die Halme dazu, so in die Breite zu wachsen. Auch Ausläufer zu bilden und damit wir eine schöne, gleichmäßige, geschnittene und auch nicht sich zu stark verfilzende Rasenfläche bekommen, ist es halt sinnvoll, auch eben ja, zu lüften, zu vertikutieren oder eben auch so eine Groomereinheit zu verwenden. Und das gibt es halt eben gerade im Profibereich hier an solchen Profispindelmähern dran. Für, ich meine sogar für Elite gibt es auch schon so eine Groomereinheit und vielleicht gibt es ja auch für Smartman bald so eine Groomereinheit. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie sowas auch machen werden. Und, oh, jetzt hier kräftiger Wind. Ich bin mal gespannt, wie das Mikro jetzt funktioniert, wenn es gerade so richtig stürmt hier. Ja, und das ist eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, um hier die Rasenfläche immer schön frei von Filz zu halten und die querliegenden Halme zu schneiden oder zu zerteilen. Ja, hier sieht man jetzt sehr schön diese Getriebeeinheit, die hier seitlich auf die Spindel einfach noch raufgeflanscht ist. Also hier ist diese Getriebeeinheit mit der Spindelwelle verbunden und hier vorne geht halt der Wellenausgang auf die Groomerwelle raus. Ein kleines Getriebe und hier kann man mit einem Rad kann man halt die Drehrichtung verstellen, also rückwärts, neutral und vorwärts. Da muss man gucken, dass man in genau neutral und muss man mal ein bisschen an der Spindel drehen, damit er auch das Getriebe auch in die nächste Stufe reinkommt. Na toll. Da. So, vorwärts. Also rückwärts, vorwärts und neutral. Und wenn man das Getriebe auf neutral stellt, dann kann man hier sehr einfach über diesen Hebel die Groomereinheit aus dem Rasen rausziehen.
braucht man halt diesen hohen Hebel umzulegen. Und dann wird die Grumeinheit, weiß ich nicht, 10 mm hochgezogen. Und dann ist sie halt aus dem Rasen raus und dann kann man auch ohne die Grumeinheit einfach mähen, ohne sie jetzt ausbauen zu müssen. Das ist natürlich schon sehr, sehr schön gemacht. Alles sehr solide und hochwertig, klar, Profibereich, aber da verlangen die auch richtig Geld für. Genau, und in diesem kleinen Rad hier kann man dann die Grumeinheit feinjustieren. Doro sagt, man soll immer den Abstand zum Boden halb so hoch stellen wie den Abstand zur Spindel. Das heißt, wenn die Spindel auf 16 mm gestellt ist, muss die Grumeinheit auf 8 mm gestellt werden. Abstand zum Boden, 8 zu 16. Dass sie halt eben ein bisschen tiefer in das Gras reinschneidet, als die Spindel abschneidet. So soll das sein. Aber man kann jetzt natürlich sich schon überlegen, was könnte besser sein. Der Spindelmäher, der drückt ja durch seine Frontrolle das Gras schon mal in eine Richtung um. Da muss ich, das habe ich schon oft gesagt, die Frontrolle legt das Gras rum, da muss das Gras wieder hochkommen, weil es ja dann erst von der Spindel vernünftig geschnitten werden kann. So, und wenn die Grumeinheit jetzt rückwärts dreht, also gegensätzlich zur Frontrolle dreht, dann zerteilt sie sicherlich gut das Gras und reißt auch die Halme hoch, aber sie arbeitet nicht gegen die Kipprichtung der Gräser. Wenn sie jetzt in die gleiche Richtung läuft wie die Frontrolle, zeige ich gleich alles, wenn sie jetzt in die gleiche Richtung läuft wie die Frontrolle, dann zieht sie das Gras natürlich, was gerade umgelegt wurde, zieht sie das Gras wieder hoch. Das Gras wird umgelegt durch die Frontrolle und dann kommt der Grumer und zieht das Gras wieder hoch. Also ich kann mir vorstellen, dass durch dieses Vorwärtslaufen der Grumereinheit das Gras besser wieder hochgerissen wird und dann direkt vor der Spindel gerade steht und gut abgeschnitten werden kann. Das ist so meine Theorie dazu. Schreibt mal gerne, was ihr so über Grumern schon wisst. Vielleicht haben wir ein paar Profis hier, so ein paar gute Hinweise für uns. Ja, wir probieren das jetzt einfach aus. Wir lassen sie vorwärts und rückwärts laufen, mähen hier so parallele Bahnen und schauen uns das mal an. Viel Spaß jetzt mit den Mähszenen. Yeah! So Freaks, das war der Sportman, ungefähr 16 mm. Ist, um es schon mal vorwegzunehmen, echt toll leise. Echt toll leise. Aber lässt sich etwas anders bedienen als der Edwin. Auf geht's! Ich komme mit dem E-Flex. Wir haben jetzt gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Jetzt brauche ich ihn nur umzuschalten. Klack, klack, vorwärts. Und jetzt dreht sie genau andersrum.
Freaks, das ist jetzt die Fläche, wo die Grumeinheit vorwärts gelaufen ist. Und ja, man sieht immer, der ein oder andere Halm wurde nicht geschnitten. Hier, ne, auch so Stängel, ja, hier Stängel. Da ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Aber wenn ich da unten so diese ganz querlaufenden Halme sehe, hier, ne, zum Beispiel, hier ganz querlaufend, da muss ich aggressiver rangehen aus meiner Sicht. Jetzt gucken wir mal die Swordman-Fläche an. So, ja, hier ein Halm. Ja, klar, der kann natürlich keine Halme senkrecht cutten. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht geschnitten. Auch nicht schlecht geschnitten. Aber klar, hier ist immer diese Stängel. Das ist jetzt die letzte Fläche der Toro vorwärts gedreht. Tja, hier. Hier Halm. Ja, nee. Abgeschnitten. Ja, ich glaube schon, wir können jetzt doch noch mal tiefer gehen. Wir machen jetzt noch mal ein Experiment. Und zwar gehen wir jetzt mit der Grumer-Einheit auf 3 mm. Ich hatte ja diesen Profi-Grumer und der sollte auf 3 mm oberhalb der Grasnarbe eingestellt werden. Und jetzt habe ich hier 8 mm. Jetzt machen wir das noch mal 3 mm auf der Fläche. Dann gucken wir uns das auch noch mal an. Das Allerwichtigste, Stecker ziehen. Batterie trennen. Maschine tot machen, sonst lebensgefährlich. Genau, man nimmt so ein Metall mit so einer Schraube mit einem flachen Kopf. Da setzt man hier drauf. Da sind genau die 16 mm. Und dann setzt man das hier einfach an. Und dann misst man hier den Abstand hier für die GoPro. Schiebt man das jetzt so ein bisschen so hin. Ja, noch ein weiter. So. Genau, und dann kann man hier den untersten, der muss jetzt gerade stehen. Und jetzt kann man hier den Abstand messen. Und das sind sogar 9. So, und jetzt kann man hier verstellen. Die Grumer-Einheit runterstellen. 4. Ja. Mal gucken. Da ist gut. Schön gerade. Das sind 3. Mal gegenchecken. Jetzt sind es 3. Also 3 mm brutal. Bin ich mal gespannt. Jetzt geht's los. Jetzt gehen wir hier auf die neue Fläche. Hier ist noch nicht. Wir nehmen die gemähte Fläche. Wir nehmen die gemähte Fläche. Wir gehen nochmal auf die gemähte Fläche jetzt hier. Komm her. Genau. Heidewitzka, das war aggressiv. Das war aggressiv. Hier stelle ich mal auf vorwärts. Also das war jetzt eben echt ein bisschen heftig. Das ist schon wie vertikutieren. Das war natürlich echt mega brutal. Jetzt sind die ganzen
ganzen Stängel weggeschnitten. Guck mal an. Und ich finde, vorwärts ist doch sehr viel besser als rückwärts, weil er eben durch dieses Vorwärtsdrehen nicht nur das Gras zerschneidet, sondern es auch hochzieht, direkt vor der Spindel hochrichtet und dann schneidet er ab. Also das sieht besser aus, das sieht wild aus und das sieht ziemlich gleichmäßig aus. Ich finde jetzt 3 zu viel, habe ich ein bisschen Angst, dass das zu sehr den Rasen belastet. Aber jetzt hat er wirklich die Stängel unten. Naja, ich mähe es mal mit Fangkorb, um mal jetzt zu gucken, was am Ende übrig bleibt. Freaks. Oh. So, wow, da ist jetzt richtig was rausgekommen. Wahnsinn, da habe ich schon im Schatten. Herrlich. Das war jetzt ziemlich aggressiv. Ja, Fazit zum Schluss. Lohnt sich so eine super teure Gummakassette? Ja, man muss es eben richtig anwenden können, so ein Gerät, so eine Technologie. Man muss schauen, wie man damit natürlich optimal seinen Rasen mäht, seine Fläche behandelt. Ihr habt gesehen, dass das auch sehr auf die Einstellung ankommt. Aber ganz ehrlich, 1500 Euro für nur die grobe Einheit an der Maschine. Das sind Apothekenpreise, das ist grausam, das ist was für die Profiliga. Und ich finde aber trotzdem, da werden auch die Greenkeeper, die Golfplätze abgezockt mit solchen Preisen. Das ist der Wahnsinn. Natürlich sind es nur ganz kleine Stückzahlen, aber solche Preise, das geht gar nicht, macht das bloß nicht. Der Sportman ist super gut für den hochwertigen golfplatzähnlichen Rasen. Also bitte überlegt euch das und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak sagt tschüss und ich mähe jetzt noch ein bisschen. Yeah!